beginne ich schon mal, mich bei den Freedom Pals einzuschleichen mit der Hilfe von Butters. Warum nicht? Machen wir's. Moin. Du wartest jetzt definitiv schon lang genug. Welche Lakaien musst du denn holen? Die Schrecken da drin wirst du nie mehr vergessen. Alles klar, war ich hier nicht schon mal? Ich glaube, ich war hier schon mal. Das sieht sehr geplündert aus. Naja. So, was ist denn dein Zimmer? Das hier dein Zimmer? Oder ist das das Badezimmer? Das ist dein Zimmer, okay. Nicht das Richtige. Was ist das? Nein. Nein. Oh, na also. Mein Lakai. Na, bereit, ein paar Steuerkonsolen zu hacken? Okay, ab zur Basis der Freedom Pals. Butters! Wer bist du gewesen, junger Mann? Oh, hey Dad. Ich war nur mit meinem Homie hier unterwegs. Du bist gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir kaum unseren Spielfilm genießen konnten. Mir leid, Dad. Mein Homie und ich wollten wirklich nicht. Komm mir ja nicht mit, tut mir leid. Und du, wer bist du überhaupt? Oh oh. Du musst was sagen. Kapierst du das nicht? Ich hab dich was gefragt. Wer bist du? Bitte. Bitte tu das nicht. Jetzt reicht's. Butters, du hast Hausarrest. Und das gilt auch für deinen Klugscheißer-Kumpel. Als ob. Wow. Da sperrt uns einfach der Vater von Butters ein. Und das alles nur, weil ich nicht reden wollte. Hausarrest Blues. Ich hab den Hausarrest Blues. Oh, der Hausarrest Blues. Ich gebe mir den Schuss. Gut, der hieß damals nicht Hausarrest Blues, sondern der hieß irgendwas mit Gefängniszellen Blues oder so. Da war Cartman eingesperrt. Aber oh mein Gott, das ist super. Oh mein Gott, das freut mich gerade. Allein schon, dass ich jetzt eben hier deswegen eingesperrt worden bin, ist witzig. Mein Dad hat ein neues Schloss angebracht. Aber... mit diesem elektronischen Schloss. Was haben wir hier? Du kannst dir meine Sachen... Fliegender Lakai-Rezept. Okay, ich werde mir jetzt also damit etwas craften können, mit denen wir dann endlich hier die Dinger... Ja, Butters, bitte sei mal kurz still. Ich würde gerade gern... Ah, guck mal, hier ist seine kanadische Freundin. Ein Bild von seiner kanadischen Freundin. Lakaienumhang. Ja, wir müssen jetzt eben hier den Lakaien basteln, damit wir dann hier an den Stromkasten den Lakaien ranschicken können, damit er uns eben raushilft. So, damit, dass das funktioniert, werde ich wahrscheinlich hier den Hamster benötigen. Den werde ich wahrscheinlich anfurzen müssen, oder? Dass er hier rausrennt wie ein Bekloppter. Oder wie läuft das? Komm auch da nicht ihn, leider. Mit diesem elektronischen Schloss an der Tür brauchst du noch nicht mal dran denken, abzuhauen. Butters? Ah, okay, ich muss das hier verschieben. Entschuldigung, habe ich wieder nicht gesehen. So, einmal hier den Lakaien. Und dann einmal hier drüben bei Butters Bett. Auch ein bisschen lächerlich, dass man dafür eine Treppe braucht. Das, die Lakaienflügel. Sehr schön. Und damit können wir uns nun einen Lakaien craften. Missionsgegenstände. Wir können uns auch schon den Schokoladen-Enerito craften. Mache ich auch einfach mal, wenn wir jetzt schon hier drin sind. Im Crafting-Handbuch-Dingens. Dann eben hier den Hamster. Sehr schön. Damit haben wir den Zeitfurz-Beschwörer freigeschalten. Das ist was? Keine Ahnung. Hier habe ich nichts Neues gelernt. Und hier dürfte ich nun... Oder? Butters, ich bräuchte eine kleine Erklärung, wie dein kleiner Gehilfe funktioniert. Hey, was sollte das? Halte L gedrückt, um in den Untersuchungsmodus zu wechseln. Und nutze L, um die Kabel anzuvisieren. Genau, und dann den Hamster. Kann das sogar vielleicht schon die letzte Fähigkeit sein? Ich weiß es nicht. Was machst du da? Musst du vielleicht aufs Klo? Ich weiß nicht. Na gut, aber pass auf ihn auf. Was zur Hölle haben wir vor? Okay. Zielen. Und Schuss. Ah, okay, ich muss dann nach oben. Sorry, war wohl nicht richtig drin. Alles klar. Der arme Hamster, tut mir leid. Ist vielleicht auch so eine kleine Anspielung an... wie hieß er? Lemmy Wings. Yippie! Alter, dein Arsch hat ja echt was auf dem Kasten.
denke nur, dass sich Baschas Vater darüber nicht sehr freuen wird, dass wir nun wieder frei sind. Na gut, triff dich mit Professor Chaos bei Tokens Haus. Warum das denn? Naja. Düpti-düpti-du. Wir sind frei. Aber das ist unmöglich. Ich hab dir Hausarrest erteilt. Wie kannst du da jetzt hier sein? Ich war das nicht, Dad. Das war der Neue. Du hast irgendwie die Fähigkeit, Hausarrest aufzuheben? Jeder, den du berührst, wird vom Hausarrest befreit? Deine böse Magie ist hier nicht willkommen, Finsterling. Butter's dead. Alles klar. Dann vermöbeln wir nun Butter's dead, Mr. Stodge. Von mir aus. Deine Verbündeten können erst in den Kampf eingreifen, wenn du mit deiner Kraft ihr den Hausarrest aufgehoben hast. Was? Die Kraft, Hausarrest aufzuheben, ersetzt in diesem Kampf deine ultimative Fähigkeit. Bitte was? Was passiert hier gerade? Okay. LT. Und damit kann ich jetzt irgendjemanden vom Hausarrest befreien. Dann befreie ich doch mal Mr. Professor Chaos. Du hast doch Hausarrest. Das ist so dumm wieder. Warum? Warum existiert das? Na gut. Zack. Darf Butters seinen eigenen Vater töten. Von mir aus. So. Warte, wir haben hier sogar auch was Neues. Beschwöre eine frühere Version von dir, die an deiner Seite kämpft. Bitte was? Einfach mal austesten. Schadet bestimmt nicht. Das ist... Das bin ich aus den Comicbüchern. Wie dumm ist das denn? Aber hilfreich, denn damit kann ich jetzt pro Zug... Hä? Ach so. Oh, verdammt, falsche Taste. Ah, jetzt habe ich den Zug verschwendet. Okay, hilft nix. Dann befreie ich mal ganz kurz Mosquito vom Hausarrest. Wird das jetzt nur in dem Kampf hier wichtig oder wird das auch für spätere Kämpfe wichtig, was die Hausarreste angeht? Es wirkt so ein bisschen so, als ob das nur für den Kampf jetzt hier zutrifft. Keine Ahnung. Deswegen, mal gucken. Außerdem wird mich auch der Special-Angriff von Butters interessieren. Mal gucken, ob wir den gleich einsetzen können. Wie die Special-Attack von ihm aussieht. Oh! Das nenne ich Disziplin. Na, Alter. Das Dodge ist richtig aggro. Okay, jetzt muss ich mich hier wegbewegen. Ansonsten kriege ich Hausarrest. Ich will keinen Hausarrest. Ist der Kampf eigentlich verloren, wenn alle Hausarrest haben? Das könnte sogar sein. Okay, ein bisschen Feuer auf dich. Damit du auch noch brennst und jede Runde ein bisschen Damage kassierst. So, dann befreie ich Wendy vom Hausarrest. Die kann ja auch von überall angreifen mit ihren mega coolen Angriffen. Sehr schön. So, einen wird es leider erwischen, was das Hausarrest angeht. Ich glaube, ich kann nicht alle befreien. Einmal für dich, Phone Destroyer! Bam! Verteidigung verringert, sehr hilfreich. Und dann einmal Zackikowski. Ja, Mosquito wird leider erwischt, aber bleibt mir nichts anderes übrig. Ist okay. Und mit Butters setze ich nun den Professor Chaos Special Angriff ein. Super, mit der Anime. Nicht mit der Anime, sondern mit der Ninja. Mit der Ninja-Animation, die wir ja bereits kennen. Aus dem ersten Teil. Ja, leider erwischt Butters auch der Hausarrest. Aber ist okay. Der überlebt nicht mehr lang. Das passt schon. Alter, ganz ruhig, Mr. Stodge. Das ist meine saubere Prügelstrafe. Da hab ich nie was angetan. Jetzt gibt's Hausarrest. Ach du Kacke. Das wäre echt schön, euer Freund zu sein, Leute. Ja. Gleich sind alle vom Hausarrest erwischt. Nein. Wir müssen Mr. Stodge so schnell wie möglich töten. Ansonsten haben wir alle Hausarrest. Ein super Sieg. Verdammt, du hast lebenslang Hausarrest. Hab ich, aber es fühlt sich gar nicht so an. Hey Leute, ich hab keinen Hausarrest, ich bin hausarrestresistent. Nein! Wir haben gerade deinen Vater getötet, Butters. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Und wir haben ihn anscheinend auch 5 Euro aus der Brieftasche noch geklaut. Aber hey, ist Butters anscheinend egal. Nun denn, Alter, 100 Erfahrungspunkte wieder, nice. Ich muss verschwinden, bevor mein Dad zu sich kommt. Wo ist der überhaupt gerade? Liegt der jetzt in der Küche?
Keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Na gut. Dann, folgen wir besser mal Butters. Hey, du hast doch Hausarrest. Nein. Puh. Wir müssen jetzt die Basis der Freedom Pals infiltrieren. Komm zur Schule der Freedom Pals für die Begabten und Talentierten. Yay. Und damit haben wir Professor Chaos als Verbündeten freigeschalten. Und eben auch seine Fähigkeit. Ganz kurz checken. Wir müssen jetzt zur Schule. Die Schule befindet sich hier drüben. Butters rennt aber die andere Richtung. Was so viel bedeutet, wie wir werden wahrscheinlich nach Sodo Sopa müssen. Wo wir uns ja auch mit dem fiesen Mitch Connor treffen müssen. Cartmans Handpuppe. Der ja irgendwie, ne, so ein fieses Spielchen mit uns treibt. So ein zweideutiges Spielchen. So ein, ne, zweiläufiges Spielchen. Nicht zweideutig, zweiläufig. Also Cartman spielt die böse und die gute Seite. Gut, dann hätten wir damit auch schon mal die Special-Fähigkeit von Professor Chaos abgehakt. Und dann wären wir hier im Sodo Sopa. Da könnte ich dann auch tatsächlich einfach mal hier nach oben fliegen. Denn dafür gibt es nicht nur ein Achievement, sondern ich denke, dass sich da oben auch das ein oder andere wichtige Item befinden wird. Und das lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Hoch! Auf! Auf! Auf und davon! Ah, sehr schön. Einfach so eine gelbe Truhe. Da sind bestimmt wieder ein paar Kostüme drin, nehme ich an. Ja, oder ein Trinkgefäß des Hipstertums. Von mir aus. Wie geht's weiter? Hier über die Dächer. Alles klar. Sei gegrüßt, Krieger von Mamaria. Ich bin der rechtmäßige Verehrer der Prinzessin. Der größte Krieger, den die Busenarena je gesehen hat. Wieder musste ich kämpfen. Ich habe gesiegt, aber ich bin geschwächt. Ich muss einen Heiltrank zu mir nehmen, damit ich zur Liebsten in Hippopolis zurückkehren kann. Gib Jared das Drogenfläschchen. Brauche ich dafür jetzt die Drogenfläschchen? Möchtest du vielleicht zuerst ein Foto mit mir? Hippopolis zurückzukehren, dann führen wir das Ritual zu Ende. Alles klar. Dann, hier, ich habe für dich ein Drogenfläschchen. Ich habe sogar relativ viele davon. Das ist super. Wenn du mal Hilfe brauchst, ruf mich und ich werde an deiner Seite kämpfen. Hä? Drogenfläschchen, wer braucht Gegenstand? Wir können damit Jared auf Drogen zur Hilfe rufen. Im Kampf. WTF. Okay, das stelle ich mir witzig vor. Ich glaube, der wird dann auf so einen Drachen hervorreiten. Das erklärt auch, warum wir so viele Drogenfläschchen gefunden haben. Und die waren ja... Warte, ich bin jetzt hier falsch, nicht im Crafting-Menü, sondern im Inventar. Hier haben wir so viele Drogenfläschchen und die haben mich schon so ein bisschen verwirrt, weil die waren ja alle hier unter Missionsgegenstände. Deswegen, das war so ein bisschen unnötig. Unnötig viel Platz hat das weggenommen. Aber jetzt hier unter Verbrauchsgegenstände ergibt das ja auch gleich viel mehr Sinn. Ja, cool. Na gut, danke Gerald. Jetzt ein Foto? Nicht so. Da muss ich schräg stehen. Porträt mit dem größten Krieger von Hippopolis. Alles klar. Klick. Der ist natürlich voll auf Katzenpisse gerade. Unser Band ist geknüpft. So, dann wieder. Ach, das ist Kyle's Dad. Oh, das habe ich gerade gar nicht mitbekommen. Entschuldigung. Ich glaube, ich habe da gerade totalen Schwachsinn geredet. Kann sein, dass ich gesagt habe, das ist Kenny's Dad. Wenn ja, tut mir leid, das ist natürlich Kyle's Dad. Da war ich mal wieder total neben der Spur. Upsi. Kann jedem passieren. So, was haben wir hier Schönes in der Garage von Kenny? Ein komisches Rätsel. Und ein weiteres Bild, das ich mitnehme. Easy Breezy Gänse Blümchen Bosu. Alles klar. Von mir aus. That's what she said. So, bei Kenny waren wir ja bereits. Und dann hieß es, irgendwie oben auf dem Sodo Sopa treffen wir Mitch Connor. Du suchst nach Antworten? Mr. Connor schickt beste Grüße. Er wollte selber kommen, aber er ist ein vielbeschäftigter Mann. Er meinte, deiner Mutter sei ein schreckliches Schicksal widerfahren. Komisch, wie ein paar Augenblicke in unserem Leben verändern können, wer wir sind, was? Und jetzt wirst du das Opfer von Attentätern. Dem sogenannten City Ninja Service. Dem City Ninja Service? What the hell? Ihr wisst, was ihr danach mit ihm machen müsst. Warte, du vergessen zu zahlen! Erst wenn's erledigt ist. Nein, 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 du buchst City Ninja Service. Du bezahlst vorher das. Steht doch auf der Website.
Ihr klingt nicht besonders japanisch. Seid ihr wirklich Ninjas? Ja, ja, ich Ninja. Siehst du Schlitzaugen? Los, gib mir Scheck für City Ninja Service. Macht erst euren Job. Okay, wir sind von City Ninja. Leider, wir wurden bezahlt, dich zu assassinieren. Und müssen das natürlich tun, oder? Du zahlst, dass wir das nicht tun. $5,000. $5,000 habe ich nicht. Tut mir leid. Ist das nebenbei erwähnt, der eine vom City ist Sushi City Wok? Kein Bestechungsgeld? Dann wird dich müssen ermorden. Alles klar. Das wird schon klappen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so stark sind. Es war ja auch eine Mindestgrenze von, ich glaube, 500 oder sowas. Das haben wir locker schon geschafft. Dann nehme ich aber Humankind mit als Heiler. Und, ja, Mosquito ist auch relativ gut und Wendy tankt relativ viel. Ja, ich glaube, so gehen wir dann in den Kampf. Mann, du steckst da tiefer in der Scheiße, als ich dachte. Zeit für Sterben. Ich habe nicht mal eine Ahnung, warum. Außerdem, was haben die da gerade gesprochen von meiner Mutter? Was ist meiner Mutter zugestoßen? Bin verwirrt. Ich bin äußerst verwirrt. So, den ersten stecken wir dann erstmal direkt hier mit ein bisschen Würgezeug an, dass die schön angewidert sind. Auch eine schöne Angriffswiderung. Die können sich auch gar nicht so viel bewegen. Oh, kacke, die können aber Bluteffekt. Bluteffekt ist nicht so gut. Mag Bluteffekt nicht. Das ist, glaube ich, wirklich der eine vom City Sushi, ne? City Wok. Der klingt auf jeden Fall genauso. So, klug wäre es, hier den Laser zu schießen. Damit treffe ich zwei und räume einmal so ein Ding aus dem Weg. Oder? Hat hier jemand? Anscheinend nicht, okay. Dann mit Call Girl kann ich jetzt irgendeinen angreifen. Ich nehme mir mal den hier vor, weil vielleicht ist er tot. Vielleicht mache ich genug Schaden. Na? Tatsächlich, sehr schön. Dann hätten wir den weg. So, mit Humankind greife ich dann, ja, mit dem kann ich eigentlich nicht wirklich gerade jemanden angreifen. Deswegen heile ich einfach mal hier ganz kurz Mosquito. Ja, die haben nichts drauf. Die haben wirklich nichts drauf. Das passt schon, das klappt. So, den Zug, oder? Will ich mir einen Helfer zur Hilfe holen? Nee, nee, den Zug überspringen wir einfach. Ich habe gerade keinen Bock, dass der so viel Damage kriegt. So, dann wirkt der einmal schön. Und dann bringt dich Mosquito um. Ich sehe nebenbei erwähnt im Hintergrund gerade ein paar Memberberries. Die würde ich dann doch gerne mal ansprechen. Ah, Blut. Blut ist ein ekelhafter Effekt. Ich mag den Bluteffekt, wenn er auf meiner Seite ist, nicht wenn er auf der Gegnerseite ist. Aber bis jetzt steckt das Mosquito ja relativ gut weg. Der ist ja mit Blut vertraut, ne? Ist ja ein Mosquito. Die saugen ja Blut. Oh, ich hasse Moskitos. Das ist so ekelhaft. Nicht nur, weil die Krankheiten übertragen können, sondern einfach, weil, wenn die dich da mal gestochen haben, dann juckt das so enorm, das ist einfach schrecklich. Ich kann einen Flash-Mob. Alles klar. Ja, komm, wir rufen sogar mit Wendy mal hier die Special-Fähigkeit auf, damit ich die auch mal zeigen kann. Die nutzt nämlich Pokémon Go. Und das kriegen dann alle mit, dass da jetzt ein legendäres Pokémon ist. Und dann gehen die natürlich hier hin und wollen das Pokémon fangen. Und das ist so gesehen die Special-Fähigkeit von Wendy, die ich sehr cool finde. Das ist eine mega coole Special-Fähigkeit. So, was machen wir jetzt? Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Ich weiß es nicht. Ja, gut, dann kämpfen wir eben hier hinten gegen den Ninja. Passt. Toll, im eigenen Saft geschmort. Hä, warum blute ich jetzt? Ich hab mir ein bisschen Blut. Keine Ahnung. So, dann bringe ich dich um. Warum ist der eine da eigentlich noch im Hintergrund? Muss ich das verstehen? Weiß es nicht, ist auch egal. Hä? Ja, seid ihr. Okay. Der Kampf ist anscheinend noch nicht so schnell vorbei, wie ich dachte. Habe ich da den Special vielleicht zu früh eingesetzt? Weiß es nicht. Wendy blutet jetzt leider auch. Oder Call Girl, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und was macht ihr? Irgendwas auf Koreanisch sprechen die. Auch sehr cool. Der Name. Alter, die haben viel zu viele Leute hier. Schon damit nicht klar. Okay, damit treffe ich wieder zwei. Dann machen wir das mal. Zack. Sehr schön. Die rufen hier immer jemanden zur Hilfe. Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Den da oben kriege ich mit Humankind tot. Deswegen gehe ich auf dich. Vielleicht reicht's wieder. Mal gucken. Boom, Kollege. Sehr schön. Hat wieder ausgereicht. Leider der Bluteffekt. Der ist halt echt ekelhaft.
So, wie gesagt, den bringe ich mit Humankind um, das passt. Ja. Der Damage ist nicht vertretbar, denn du bist bald tot. So, dich sauge ich dann mal dein Blut aus. Sehr schön. Dann haben wir noch drei. Mal gucken, ob das dann endlich die letzten sind. Die sind doch ganz schön nervig hier. Und warum zur Hölle ist Mitch Connor nicht persönlich gekommen? Wörter in Koreanisch, ja, ja. Oh, kacke, jetzt habe ich dann auch den Bluteffekt. Nee, den Bluteffekt will ich nicht. Dann pausiere ich mal ganz kurz. Und vermöbel euch einfach jetzt hier im Pausemenü. Weil das kann ich, zum Glück. So, stirb, Kollege. Dankeschön. Um den anderen komme ich leider nicht drum rum. Hilft nix. So, dann greife ich mit Callgirl den hier an. Phone Destroyer! Spiel ist nebenbei erwähnt cool. Phone Destroyer. Hat auch mega coole South Park ähnliche Cutscenes. Also, wem diese Spiele hier gefallen. Stick of Truth und Fracture Butthole, die werden, glaube ich, auch mit Phone Destroyer mega viel Spaß haben. Ich habe schon gespielt. Ich habe mir dafür einen holländischen Account erstellen müssen. Da ist das Spiel nämlich schon lange draußen. Aber wenn ihr dieses Video hier seht, dann dürfte das Spiel auch überall auf der Welt bereits raus sein. Im App Store und im Google Play Store könnt ihr euch den Phone Destroyer runterladen. Yay. Keine Chance den Ninjas, auch wenn sie doch überraschend stark waren gegen Ende. Wieder 100 EP, sehr schön. Und wir müssen wieder 15 Ninjas besiegen. Aha, diese Aufträge. Schwer heute viele gute Ninja. Also wir rufen jetzt hier immer mehr und mehr neue Bosse auf den Markt, könnte man sagen, die dann überall in South Park ihr Unwesen treiben werden, nehme ich an. Aber warum ist Mitch Connor nicht höchstpersönlich aufgetaucht? Vielleicht wissen die Member Berries mehr. Erinnerst du das Dagobah-System? Na klar, ich erinnere. Großartig. Erinnerst du City Alpha 5? Oh ja, ich erinnere. Ich erinnere! Das klingt nicht, als würden die mehr wissen. Nun denn, vielleicht wird sich ja gleich Cartman einschalten und uns mehr darüber erzählen, warum sich die, beziehungsweise warum Mitch Connor nicht höchstpersönlich gekommen ist, weil er ist ja so gesehen Mitch Connor. Es ist ja seine Hand, die irgendwie lebt oder so, die nachts lebt, sagen wir so. Nachts ist Cartman immer ein komplett anderer dann durch seine Hand, keine Ahnung. So, hier können wir noch ein bisschen Lego wegräumen. Das mache ich dann auch einfach direkt mal. Yay! Und dann gucken wir hier noch kurz rein, aber es ist nur eine Abkürzung in den Garten, also nichts Besonderes. Alles klar. Sind hier noch ein paar Obdachlose? Nee, die sind alle... Ninja! Verdammt! Lass mich in Ruhe! Hab dir nichts getan! Ja, eigentlich müsste ich gegen den jetzt kämpfen, aber ich mache das einfach mal wieder offscreen. Gegen die ganzen Ninjas und was haben wir sonst noch auf den Markt gerufen? Ich habe keine Ahnung. Die Quests erfülle ich dann immer offscreen, weil es ist ein bisschen langweilig hier rumzurennen und sich immer wieder gegen dieselben Gegner zu stellen. Wir haben es einmal gesehen und ich glaube, einmal genügt voll und ganz. So, wir haben aber jetzt tatsächlich keinen Auftrag mehr, was mich so ein bisschen verwundert. Ach nee, wir müssen uns mit Butters noch bei Tokens Haus treffen, warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Ist das etwa, ist das das Hauptquartier von den Freedom Pass? Anscheinend. Na, dann packe ich das doch noch jetzt hier rein, oder? Geht sich das noch aus? Es sieht gut aus, sieht gut aus. Ich denke, der Part dürfte dafür noch reichen. So, einfach hier nach oben. Und dann wären wir auch gleich da. Ich denke außerdem, dass das Spiel gar nicht mehr so lange gehen wird. Oder will ich das jetzt machen? Wisst ihr was? Wir schließen uns das nächste Mal den Freedom Pass an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Das war South Park, direkt der Choleritzer Reisprobe für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Ultra.